Hallo, mein Name ist David, ich darf Geschäftsführer sein von LiveTool, einer Organisation, die sich assistierenden Technologien und computerunterstützter Kommunikation verpflichtet hat. Wir geben Menschen ohne Lautsprache mittels Computertechnologie eine Stimme und versuchen Lösungen zu finden, in der man hilfreiche Technologien an den Menschen und seine Bedürfnisse anpassen. Und am Puls der Bedürfnisse stellen wir dann auch fest, was noch benötigt und gebraucht wird. Wills im Foyer ist so eine Lösung. Hallo, ich bin Stefan von LiveTool. Ich habe die Wills im Foyer Entwicklung geleitet. Wills im Foyer ist eine App zum Erlernen und zum Trainieren der E-Rollstuhlsteuerung. Die App kann mit einem PC oder mit einer entsprechenden Virtual Reality Brille genutzt werden. Wills im Foyer richtet sich an frische E-Rollstuhl-Nutzerinnen oder auch Fachleute, die in den Prozess der E-Rollstuhlversorgung involviert sind, so wie beispielsweise Therapeutinnen oder Reha-Techniker. Heute möchten wir Ihnen Andreas vorstellen und wie ihm Wills im Foyer bei dem Erlernen der E-Rollstuhlsteuerung geholfen hat. Hallo, ich bin Andreas. Ich bin ein E-Rollstuhl. Ich hab dich wieder bewegen, ich bin so etwas nervös mit der Arbeit. Ich hab dann gleich an den Mint von Lehrtechniker, kommt halt auch mit. Hallo, mein Name ist Viola und ich bin Reha-Technikerin. Ich möchte Andreas mit dem bestmöglichen Rollstuhl versorgen. Neben anderen Dingen ist mir vor allen Dingen wichtig, zu sehen, dass Andreas auch mit einer Elektrorollstuhlsteuerung gut zurechtkommt. Möchten Sie eine Probefahrt machen? Ich will mal den Tiger irgendwo aufmachen. Das ist kein Problem. Wir können es auch erstmal am Computer ausprobieren, da kann Ihnen gar nichts passieren. Ja, das war mein Lieber. Die WillSim VR App gibt mir erste Eindrücke darüber, ob jemand mit einer Elektrorollstuhlsteuerung prinzipiell zurechtkommt. Die Testfahrten werden aufgezeichnet und wir können sie uns im Nachgang nochmal ansehen. Das erleichtert mir als Reha-Technikerin auch die Kommunikation mit dem Kostenträger. Bei Andreas sehe ich kein Problem. Er wird schon bald sicher mit einem Elektrorollstuhl unterwegs sein. Andreas besitzt mittlerweile einen E-Rollstuhl. Aber in manchen Situationen fühlt er sich immer noch unsicher. Zum Beispiel bei Rampen oder im Straßenverkehr. Unsere Wills im Foyer App bietet hier viele Möglichkeiten, um zu lernen und zu trainieren. Kann mich nicht passieren, also kann ich Sachen ausprobieren. Das Programm mit Bildschirm gibt mir Sicherheit und ich bin immer besser. Eine besondere Herausforderung ist das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Unsere App bietet hierfür ausgewählte Situationen und bestimmte Lernvideos, um schrittweise das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu lernen und zu trainieren. Diese richten sich speziell an Kinder und Personen mit einer Lernbehinderung. Hallo, ich heiße Eva. Ich bin beim KFV Kuratorium für Verkehrssicherheit tätig. Das KFV hat gemeinsam mit LiveTool die Evaluierung der WillSim VR App durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass mit der App diejenigen Kompetenzen vermittelt werden, die für eine sichere Steuerung des E-Rollstuhls notwendig sind. Zudem wird sicheres Verhalten im Straßenverkehr gezeigt. Beispielsweise, wie die Interaktion mit Fußgängerinnen und Fußgängern sicher gestaltet werden kann. Ich habe fertig mit der App bei mir. Ich fühle mich in meine Leute ziemlich sicher, auch wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Mit hier hat mir sehr geholfen.
zu Wilsim VR ist nicht bei uns im Elfenbeinturm entstanden, sondern aufgrund einer Beratung für einen Menschen ohne Lautsprache, der gerne im Elektrorollstuhl unterwegs sein hat wollen. Und diese Lösung, die damals einzelne Menschen, die wir angedacht haben, über Wilsim VR und mit der State-of-the-Art-Technologie weltweit zu verbreiten, wäre ein toller Erfolg.